Mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr hat die Wehrbeauftragte Eva Högel vorgeschlagen, künftig alle jungen Menschen eines Jahrgangs zur Musterung einzuladen. Man könnte wie in Schweden einen gesamten Jahrgang junger Leute für die Bundeswehr zur Musterung einladen und sie dann, sofern sie wehrfähig sind, selbst entscheiden lassen, ob sie sich engagieren wollen oder nicht. Diese Musterung sollte sich dann an alle Geschlechter richten, forderte Högel. Die SPD-Politikerin sprach sich jedoch in einem Interview des Nachrichtenportals T-Online gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Die Wehrpflicht war 2011 nach 55 Jahren unter dem damaligen CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ausgesetzt worden, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius sprachen sich zuletzt klar gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Pistorius hatte am Donnerstag jedoch eine neue Anwerbekampagne der Bundeswehr angekündigt. Das Thema Personalgewinnung stehe neben der Materialbeschaffung für ihn an erster Stelle.